Weichgeschwärmt und beredet. Vor allem die zahlreichen Fasttage machten den Fisch zu einem wichtigen Handelsobjekt. Dem kirchlichen Gebot, sich am Tag einzurechnen, zu tragen. 1768 wurden die Fische aus der Ruhe mal zwischen Ufer und Schotterbank so weit vertieft werden, sodass er ständig durchströmt wird. Ja, also ich habe drei Stunden geschafft heute. Wie ich einfach gut gekommen. Bleib mal, Gebunde, bleib mal. Stimmt sie auf? Mhm. Ich möchte jetzt in der Snapper Donau begrüßen. Grüß Gott. Ich sag's mal. Ist europaweit der einzige Nationalpark, der zum Teil noch im Bereich eines Stadtgebietes liegt. Im Tag. Der gesamte Nationalpark hat eine Fläche von 9300 Hektar, wobei ein Viertel davon aufs Wiener Stadtgebiet fällt, also die Verwaltung der Emanuel führt sich in unser Aufgabengebiet. Wir werden jetzt in nur einer Stunde eine kleine Tour der untere Gegend machen. Okay, Zigaretten nehmen wir wieder mit, also jeden Zigarettenstummel einsammeln. Flasche zusammen, ja. Wir kennen sie vom Mainzer Tiergarten, der schon mitgebracht. Also alles, was wir mitbringen, nehmen wir wieder mit. Wo bist du? Die Luft. Sie ist in der letzten Woche entstanden. Dann die Wildschweine während der Nahrungssuche einfach die obere Grasschicht am Damm aufgegraben. Dann sieht man sie mir auch am besten, wie der Damm hier aufgebaut ist. Die Wildschweine haben einen kleinen Fleck und einen größeren Fleck. Also nach Regen werden wir enger längen. Was sind jetzt haben wir in diesem Bereich, also im unteren Bereich hier, Bootfahren ist bei uns im gesamten Gebiet verboten. Baden verboten in diesem herunteren Bereich. Wir haben mehrere Naturbadeplätze. Genau am oberen Ende ist sogar eine Treppe, wo man hinuntergehen kann. Ist im Sommer immer gerne angenommen, sind viele Leute da. Man sonst halt am Rand des Reviers auch verteilt. Panozolacke, Deckhandlacke, auf der oberen Seite und Richtung Präsenzstoff raus haben wir auch noch einen Wildbadeplatz.
ist von der Wiener Bevölkerung und vor allem von der Oberseite Niederösterreich Bevölkerung gern angenommen. Also im Sommer sind genug Leute, die schwimmen und baden gehen. Es sind halt die Tafeln mit einem grünen Symbol ersetzt, mit Baden erlaubt. Aufpassen! Ja, ich hab dich auch ganz lieb! Hilfe! Ich hab den Mutter am Abfangen. Kommt sicher jeder mit 5 Säcken heim, oder? Mit 5 Säcken gibt's nicht. Zähneweil ist ja wirklich fürs Holz bestimmt, nicht fürs menschliche Fleisch, aber Motzigen Wunden sind immer das Schlimmste beim die Kettenschmierung, da ist ja Öl drauf. Der ganze Dreck, der vom Arbeiten auf der Säge bügt, also Motorsägenwunden heilen wirklich schwer. Und es fehlt ein Stück von Muskel oder Fleisch, je nachdem, das weggerissen. Als was? 3 Jahre? Gärtner. Ausgebildet? Nein, bin ich Gärtner, sondern als Forstfacharbeiter. Hast du Lehre an? Ist ja Diebstahl sicher. Das ist auch einer der anstrengendsten körperlich schwierigsten. Auf Diebstahl einmal noch. Also ich habe gerade noch die Wechsel von Schillingzeit auf die Frage, ob das die ersten 3 Löhne habe ich noch in Schilling bekommen. Also, sind wir so bei den 1000 Euro gegangen? Also im ersten Lehrjahr ist die Lehrlingsentschädigung, weil es wirklich der gefährlichste Lehrberuf ist, den wir in Österreich haben, liegt so bei den ersten 1000 Euro im ersten Lehrjahr. 1000? Ja. Aber das ist immer 8 Stunden am Tag, oder was? Ja. Das ist noch immer so, oder? Mhm. Schwierig, zweite Lehrjahr. Also ist dann halt immer steigend. Vor allem unser Lohn, mein Dalmetzer war halt auch von den Zulagen abhängig. Mit Tieren verbunden hat, fixen Lohn. Und was verdient man ausgelernt? Ausgelernt 3. Ich bin noch mal mit den Zulagen. Also wie viel verdienst du jetzt? Sie. Wie viel verdienen Sie? Also im Monat komme ich so auf einen Rundverdienst, was jetzt alle Monate gleich auf 1800. Ja. Ich habe bis jetzt schon 53 Fotos, mal ansehen.